ein Angebot habe ich hier noch nicht gezeigt, das auch interessant ist, auch ein weiterer Bookmarking-Dienst Digo. Das ist auch wiederum ein Social Bookmarking-Dienst. Digo provides you with tools on all major web browsers, Android, iPad and iPhone, to help you to collect and access a variety of information. All the items you collect from anywhere go into My Library on the Digo server. That is in the cloud, so you can access from anywhere, as seen in this demo. With Digo Browser add-on installed, select any text to highlight. You can even choose different highlighter colors. Because all the information you collect is stored in the cloud, all these highlights will stay on the page when you revisit, even from any computer or device like an iPad. Here is the same highlighted page accessed from your iPad. Now you can continue on iPad where you left off on your PC and continue adding annotations. Through Digo Web Highlighter for iPad, you can highlight on your Safari, just like on iBooks. For those who consume a lot of online information, Digo's highlights and sticky notes are indeed great for active e-reading and better retention. When you bookmark a page to Digo, you can organize by tags, which makes things easy to find. Mark to read later, choose to upload and archive an entire web page forever through Snapshot, so you will never have to worry about things you found no longer being there. The page is saved as HTML as well as an image. Besides saving useful web pages, the new Capture feature allows you to capture, annotate a screenshot with shapes, arrow, and text. This is very useful when you want to save a screenshot for yourself or share visual notes with others easily. Of course, all this data is stored in the cloud in My Library. Digo Evolution. Digo has evolved over the past few years from a simple online bookmarking tool to incorporating web annotation, to enabling knowledge sharing and group-based collaborative research, and finally moving closer to our ultimate vision to provide our users with the best cloud-based information management tool for collecting, organizing and accessing any information anywhere. Okay, was man hier gesehen hat, ist, dass Digo ein Dienst ist, der Social Bookmarking ja, weiter nach vorne bringt. Er tut ein paar Dinge, die wir letztes Mal bei Evernote auch gesehen haben. Also das Thema, ich tue mir alles merken, irgendwie ich mache Fotos und Webclips etc. Mit dem guten alten Social Bookmarking zusammen. Also insofern tun sie beiden sich so ein bisschen aufeinander zu bewegen, Digo und Evernote. Evernote hat auch dieses Thema des Read It Later. Das ist auch ein eigener Dienst, den man auch nutzen kann. Read It Later ist ein Dienst, wo man sich merken eine Seite, wo man sagt, oh, das muss ich später nochmal unbedingt im genauer lesen. Das ist ja häufig so, dass man irgendwas sieht und sagt, ah, spannend, aber jetzt habe ich keine Zeit. Das können Sie auch ausprobieren. All diese Dienste helfen Ihnen so ein bisschen Ihre, alles, was Sie im Netz finden, zu sammeln, aber auch so zu organisieren und strukturieren, dass man es wieder findet. Also hier nochmal Delicious, Mr. Wong, Digo. Und hier auf der anderen Seite sehen wir jetzt Dinge Site You Like und Konuti. Site You Like und Konuti sind Dienste, die extra auf das Thema Verwaltung von akademischen Texten und Informationen orientiert ist. Also Site You Like, damit kann man Literaturlisten verwalten mit von Springer Verlag unterstützt, Psycholike. Genauso Konuti, ähnlicher Dienst. Konuti ist meiner Meinung nach unterstützt auch vom
von der Nature Publishing Group, genau. Und dann gibt es noch einen weiteren Dienst, der Mendeley. Was ist Mendeley? Da gibt es dann nicht nur eine Online-Version, sondern auch eine Offline-Version. Und ja, diese drei Dienste, Cytolite, Conity und Mendeley, versuchen das, was wir hier mit beim Delicious gesehen haben und bei Mr. Wong, in die Sphäre der Literaturverwaltung reinzubringen. Es gibt ein vierte. So, die Dienste wie Cytolite, Conity oder Mendeley, die gehen schon sehr stark in Richtung von Literaturverwaltung. Wozu braucht man eine Literaturverwaltung? Wenn sie wissenschaftliche Texte schreiben, sollen sie zitieren. Zum Ersten müssen sie natürlich zitieren, um zu zeigen, von wem das kommt, und zeigt Respekt vor fremden Ideen, aber kann auch seine eigenen Argumente untermauern. Zitate müssen deutlich gekennzeichnet sein. Das Zitiersystem, was sie nutzen, das muss einmal den Vorgaben ihrer Fachrichtung entsprechen. Da gibt es meistens Vorgaben. Muss konsistent sein, das heißt, der Zitierstil muss dann gleich sein. Wenn man einmal weiß, wie zitiert wird, dann muss man die Sachen auch verstehen können, die sie zitieren. Und es muss lückenlos sein. Alle Zitate, die sie nutzen, alle Zitierstellen müssen hinten in einem Zitier-Literaturangabe vollständig sein. Und es wird nicht so richtig viel leichter, dadurch, dass fast jede Fachrichtung so eine eigene Art des Zitierens hat, und insbesondere bei Zeitschriften gibt es dann doch Unterschiede, und da muss man teilweise dann unterschiedliche Zitiersysteme, Zitationssysteme beachten. Deswegen nutzen eigentlich Wissenschaftler Literaturverwaltungssysteme, und auch für ihre Bachelor- und Master-Thesis kann ich Ihnen nur empfehlen, aber auch für Hausarbeiten Literaturverwaltung zu nutzen. Das war eine Zeit lang eine teure Sache, man musste sich eine richtige Software dafür kaufen. Heutzutage können Sie das kostenlos mit einem Tool machen, das heißt Zotero. Zotero ist eine Online-Literaturverwaltung, die Sie als extra in Ihren Firefox installieren. Und das gucken wir uns mal kurz an. Zotero ist für mich so einer der Gründe, warum ich doch ganz viel immer den Firefox benutze, weil Zotero läuft nur auf dem Firefox. Weiß nicht, vielleicht gibt es auch mal eine Spende dafür, dass sie es dann doch auch in Google Chrome umsetzen. Momentan funktioniert es noch nicht. Mit Google Zotero können Sie Inhalte im Netz sammeln, organisieren, zitieren, das auch wieder synchronisieren, also so wie Sie es von zum Beispiel Delicious kennen, und mit anderen zusammenarbeiten. Beim Sammeln ist das Interessante, dass das Zotero Ihnen die Möglichkeit gibt, automatisch Literatureinträge zu erstellen. Wenn Sie zum Beispiel hier nochmal auf Springer Link, zum Beispiel Motivation Learning, so, und ja, wenn wir jetzt hier was gefunden hätten, was wir jetzt interessant finden, haben wir jetzt hier einen Artikel, Participation in Lifelong Learning Programs by Older Adults. Bestimmte Personen haben das geschrieben, wir können das runterladen, anschauen. Wenn wir das jetzt interessant finden, dann erscheint hier plötzlich so eine kleines Dokument, und das können wir jetzt hier tatsächlich damit abspeichern. Speichereintrag, jetzt wird das unten reingelegt, und hier haben wir, tatsächlich Zeitschriftenartikel, Titel, die Autoren und so weiter und so fort. Sie sehen, ist alles wunderschön eingegeben, und ich kann jetzt hier wählen, Literaturverzeichnis aus dem zum Beispiel ausgewählten Artikel erstellen. Gucken wir mal, einfach in die Zwischenablage kopieren. Und dann würden wir hier mal eben das reinkopieren. Und Sie sehen, hier haben wir jetzt tatsächlich einen Literatureintrag für ihr Literaturverzeichnis erstellt, und kann in Zotero angeben, in welchem Format das passieren soll.
Und Sie können sich vorstellen, Sie können hier so kleine Ordner anlegen und dort dann zum Beispiel für Ihre Hausarbeit die verschiedenen zitierten Texte reinziehen, oder Sie können auch tatsächlich Ihr Word-Dokument scannen lassen, was Sie dort zitiert haben, und der erstellt Ihnen dann automatisch Ihre Literaturverwaltung. Kann sehr, sehr viel Zeit sparen, ist auf alle Fälle eine ganz spannende Sache. Und Zotero kann nicht nur solche Inhalte, also solche Artikel speichern, man kann damit auch, wenn man eine Seite findet, die man interessant findet, die kann man dann auch, das ist der Blog von Thomas Bernhard, und hier könnten wir jetzt diese Seite einstellen, und das Interessante ist dabei, dass man hier auch sich einen Schnappschuss erzeugt von solchen Seiten, und die kann man dann später sich nochmal anschauen, selbst wenn die Seite weg sein sollte. Das ist also tatsächlich ganz wichtig für die Dokumentation von Suchergebnissen. Und so könnte man auch tatsächlich eine Suchrecherche dokumentieren und die dann abspeichern und exportieren und als Dokumentation seiner Thesis dazu tun. Finde ich zum Beispiel eine ganz sinnvolle Sache. Überlege ich fast, ob ich das nicht zukünftig machen lasse. Okay, soviel zu Zotero. Der Thomas Bernhard wird nochmal einen intensiveren Screencast zu Zotero zeigen, wo er noch viel mehr Details zeigt. Insgesamt eine ganz spannende Sache, meiner Meinung nach, Zotero. Und hier wie immer die Quellen zum Anschauen, und viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgaben, und es gibt noch eine dritte Episode, die wird wahrscheinlich am Mittwoch diesmal online sein. Okay, vielen Dank. Tschüss.